Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute geht's mal wieder um Salvagen und es gab ein paar Updates, also bleibt dran, um nichts zu verpassen. Sollte der Content auf diesem Kanal euch gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da und benutzt auch gerne meinen Code, um 5000 Alpha UEC gratis zu bekommen. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Tutorial. Um die Kisten und Waffen zu nehmen, braucht ihr natürlich auch ein Multitool. Das könnt ihr hier an so einem, Stand kaufen. Und ihr braucht den Traktorstall, den könnt ihr im Moment nur an so einer Station kaufen. Da gebt ihr einfach nur einen Tractor Beam, den kauft ihr auch noch, tut das Ganze dann auf das Multitool attachen, dann sieht das Ganze so aus und ihr könnt dann auch Sachen nehmen. Also wie immer starte ich auf A-Corp, also Area 18, meine Reise. Das mache ich oft, dass da einfach am schnellsten geht, die Sachen zu verkaufen und man ist direkt in der Stadt. Also es ist ganz super, dort zu starten. Wenn ihr woanders startet, ist es auch kein Problem. Es ist an sich eigentlich immer das gleiche Prozedere. Vor der Reise würde ich euch noch empfehlen, nehmt Essen und Trinken mit, da es etwas länger dauern kann, dorthin zu fliegen, dort abzuminen, abzufarmen, egal was. Und da braucht ihr wirklich auch Essen und Trinken, sonst wird es echt knapp. Wenn ihr das dann alles dabei habt und bereit seid, könnt ihr anschließend unten auf Contracts Manager gehen. Dort seht ihr dann folgendes Fenster. Links seht ihr dann auch schon die Salvage-Aufgaben. Da sind dann oft mal auch mehrere dabei, noch weniger. Die ganzen gibt es auch nochmal bei Personal unter Salvage. Da gibt es dann auch In the Wake of Disaster. Die werden wir euch in dem nächsten Tutorial zeigen, da diese auch 150.000 Alpha UEC kostet. Da braucht ihr auch mehr als eine Person. Also da ihr da farmen müsst, ihr braucht mehr Platz, um die Sachen zu verstauen. Da mindestens mit zwei Leuten. In dem Tutorial geht es nur um die Singleplayer-Mission, sage ich jetzt mal. Aber in diesem Tutorial geht es dann um den Singleplayer. Das ist dann um die Einzelmission, die ihr auch selber machen könnt, ohne wen anders zu gebrauchen. Genau, um die Mission geht es dann im nächsten Tutorial ebenfalls. Also bleibt gespannt auf jeden Fall. Wir machen jetzt mal die normalen Missionen. Da seht ihr schon die Origin 300i, 300i, 315p. Also solche Sachen gibt es dort. Und wir nehmen jetzt einfach mal eine an. Da sagen wir mal die 300i. Das kostet 1000 Alpha UEC, ist nicht viel. Dann nehmt ihr die einfach an. Genau, dann seht ihr hier schon alles. Dann geht ihr einmal zurück auf eure Karte. Und dann dürftet ihr jetzt, schaue ich gerade, wo das ist. Hier hinten. So ein Symbol sehen. Wenn ihr das seht, dann passt alles. Dann könnt ihr hingehen und könnt dann auf Set Route machen. Das dauert immer je nach Server. Und solltet ihr das dann gemacht haben, könnt ihr eigentlich schon losfliegen. Das Ganze funktioniert in der aktuellen Spielversion meines Wissens nach immer nur noch mit der Drake Vulture und der Reclaimer. Es werden aber im späteren Verlauf der Spielversion noch mehr Schiffe dazukommen, mit denen ihr dann salvagen könnt. An sich wird es immer gleich bleiben. Also schaut euch dieses Tutorial bis zum Ende an, um dann auch schon vorbereitet zu sein auf weitere Spielversionen. Wir fliegen jetzt dahin und ich sag, wir sehen uns dort gleich wieder. Also angekommen seht ihr dann schon das Schiff. Oben habt ihr jetzt eine Leiste, wo Remaining Salvage davor steht. Das heißt so viel wie viel ihr jetzt noch abzuminen habt. Also bei mir ist es jetzt natürlich noch auf voll, weil ich noch nichts gemacht habe. Aber das ändert sich dann, wenn ihr anfangt abzuminen. Hier seht ihr dann nochmal das Schiff, das ihr habt und den Claim. So, mit M kommt ihr dann in den Mining Mode. Wie ihr seht, habt ihr hier viele Anzeigen. Ich erkläre das Ganze einmal. Also wir fangen mal oben an. Hier seht ihr, wie viel Cargo ihr schon voll habt. Also es sind immer Kisten, die bis zu 1 SCU gehen. Wenn die voll sind, werden die unten rausgefahren und dann habt ihr noch einen Slot frei. Und dann müsst ihr erst mit dem Traktorstrahl die Kisten platzieren unten bei euch im Raum. Also bis das voll ist und hier auch umkringelt ist. Das seht ihr gleich auch dann nochmal. Genau, dann seht ihr hier, wie viel ihr gerade einfarmt. Dann habt ihr hier einmal den Miner, also das Mining-Modul. Wenn ihr jetzt einmal rechtsklick drückt, habt ihr das größere Mining-Modul.
Oben ist das kleinere, unter das größere. Heißt, mit dem größeren habt ihr den größeren Umfang, den ihr in dem Moment abmeint. Dann haben wir hier einfach nochmal generelle, ja, wie soll ich sagen, Informationen und dann, wie weit ihr vom Target weg seid. Genau, das gleiche steht auch nochmal auf der rechten Seite. Und unten seht ihr dann, wenn ihr zum Beispiel hinfliegt auf eine Stelle, dann seht ihr, wie viel an der Stelle noch abzumeinen ist. Wenn ich jetzt mal anfange, das macht ihr ganz einfach mit Linksklick, dann seht ihr, wird es weniger und hier oben wird es mehr. Und so viel farmt ihr gerade ab. Hier seht ihr dann nochmal die Hülle, wie viel ihr insgesamt noch an dem Part habt. Das Ganze wird von Blau dann zu Gelb und dann zu Rot. Und wenn es dann bei Rot ist, ist nicht mehr viel abzumeinen und dann seid ihr schon fast fertig. Es kann sein, dass ihr mal zwischendrin auch angegriffen werdet von Piraten oder sonstigen. Da müsst ihr euch gegen verteidigen, aber ansonsten ist das Ganze eigentlich ganz safe. Eine gute Einnahmensquelle und da seid ihr auch schnell durch. Und für 1000 Alpha UEC ist das eine ganz gute Mission jetzt. Da müsst ihr halt dann schauen. Und vorne seht ihr auch nochmal, sind Waffen dran. Da kümmern wir uns gleich nochmal drum, weil die könnt ihr abmachen und dann auch verkaufen. Die bringen auch nochmal was. Also würde ich sagen, ich farm jetzt hier mal weiter und wir sehen uns gleich, wenn es dann darum geht, wie wir hier die Waffen abmachen. So, jetzt habe ich das ganze Schiff abgefarmt, wie ihr seht. Also es war nicht viel, es ging eigentlich. Und jetzt kümmern wir uns auch mal drum um die Waffen. Heißt, ihr fliegt einfach, wenn ihr jetzt halt hier die Drake Vulture habt, einfach so hin, dass ihr hinten ganz entspannt das Cargo öffnen könnt. Und dann steigt ihr einfach aus eurem Schiff aus, wie normal. Und was auch noch wichtig ist, jetzt seht ihr hier auch, wir haben es jetzt nicht ganz geschafft, da ist jetzt noch ein bisschen was, aber mit dem Traktorstall könnt ihr das Ganze dann nehmen und hier platzieren. Da seht ihr auch, ist das Ganze hier gekennzeichnet und bis zu 12 können hier rein. Einer kann hier noch stehen und hier könnt ihr auch noch welche an sich eigentlich einfach so hier hinstellen, dass ihr dann, ja, 16, 17 Stück ungefähr hier reinkriegt. Kommt ganz drauf an. So, also hier seht ihr jetzt das Schiff. So, und hier seht ihr auch dann schon mal eine Waffe. Das ist jetzt eine Size 3, wenn ich es richtig sehe. Die könnt ihr ganz einfach abnehmen. Das heißt, einfach draufgehen und dann seht ihr immer, das schauen wir mal, ob wir es finden. Entweder runterziehen, auf die Seite ziehen, immer in irgendeine Richtung. Es wird doch meistens im besten Fall angezeigt, wo man das dann, ja, wie soll ich sagen, abzieht. So, und wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr das auch einfach in euer Schiff legen. Manchmal buggt es dann so ein bisschen rum, aber jetzt geht's eigentlich. Das macht ihr mit allen Waffen. Genau, wir sehen uns dann gleich wieder beim Verkaufen. Verkaufen könnt ihr bei folgenden eingeblendeten Planeten oder halt Stationen. Dort könnt ihr die Ware, die ihr habt, verkaufen. Also jetzt das, was ihr abgemeint habt und eure Waffen, die ihr gestealt habt sozusagen. Die könnt ihr an folgenden Positionen verkaufen. Und dort sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. Also, ich bin wieder auf Area 18, bin schon wieder gelandet und stehe jetzt vor der Trade Development Division. Dort könnt ihr eure Sachen, die ihr abgefarmt habt, verkaufen. Das zeige ich euch auch einmal schnell. Da geht ihr hier einfach rein. Das Ganze, wie gesagt, ist auch auf anderen Planeten fast genauso. Müsst ihr halt nur schauen, wo alles ist. Dann geht ihr hier einmal an so ein Terminal mit dem Symbol drauf. Geht einmal drauf. Dauert einen Moment. So, dann geht ihr hier einmal auf eure Drake Vulture oder auf die Reclaimer. Das dauert einen Moment. Ich habe jetzt nur eine Unit abgefarmt, aber das sind dann knapp 7700, ja, Alpha UEC. Die könnt ihr dann verkaufen. Das geht dann ganz schnell. Natürlich könnt ihr mehr machen, bis euer Cargo-Raum voll ist. Das ist euch überlassen. Ich habe jetzt natürlich nur eine Mission gemacht. Aber für die Relation, dass ihr halt 1000 zahlt und 7700 wieder rauskriegt, ist es natürlich schon super.
Dann die Waffen, die ihr mitgenommen habt, die könnt ihr natürlich auch verkaufen. Das ist dann hier in diesem Gebäude, je nach, ja, wie soll ich sagen, Planeten ist es auch verschieden. Also da müsst ihr ein bisschen suchen. Dort, wo ihr auch Waffen für eure Schiffe kaufen könnt, könnt ihr auch die Waffen, die ihr, ja, wie soll ich sagen, von den anderen Schiffen genommen habt, auch verkaufen. Das könnt ihr, hier könnt ihr auch nochmal die Sachen verkaufen. Also es ist ganz verteilt. Dann fahren wir einmal hoch. So, oben angekommen, seht ihr dann einmal hier schon den Laden. Dort seht ihr auch nochmal andere Waffen, ganz verschieden. Und da geht ihr hier einfach an ein Terminal. Dann auf Sell oben links. Manchmal braucht das ein paar Klicke oder muss halt auch nochmal neu gemacht werden, weil hier will er irgendwie nie. Genau, und dann geht ihr einfach an diese Terminals, sage ich jetzt einfach, hier will das jetzt halt. Wählt die Drake Vulture aus und könnt dann hier verkaufen. Das sind dann auch nochmal ein bisschen was, was ihr verkauft. Und ich blende euch jetzt halt hier die Summe ein, die ich mit einem einzelnen Run gemacht habe. Also ist schon ein bisschen was. Und also es lohnt sich auf jeden Fall. Und dadurch, dass jetzt halt in der neuen Spielversion das so gemacht wurde, dass man jetzt auch Waffen abnehmen kann von den Schiffen und sowas halt, ist es halt schon sehr lukrativer und macht dann halt auch mehr Spaß. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, lasst gerne ein Abo und ein Like da, schreibt gerne auch einen Kommentar, falls ihr Hilfe braucht, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.